So, naja, so ähnlich wahrscheinlich ist das wieder abgelaufen. Gestern gab es hier einen Untersuchungshaftbefehl, der vom Generalbundesanwalt vollstreckt wurde wegen Verdachts des Terrorismus. Es geht um den Islamischen Staat, Provinz Khorasan. Die Festnahme gestern fand statt im Flughafen Köln-Bonn. Das Ganze ist passiert Freitag, den 7. Juni 2024, und damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Habt ihr davon schon was gehört? Irgendwas in den normalen Nachrichten? Ich habe davon kaum was mitbekommen. Ein mutmaßlicher IS-Terrorist hat sich versucht, als Ordner mit Sicherheitsfreigabe für die Europameisterschaft in diesem Land zu bewerben. Es handelt sich hier um einen Islamisten, der den Antiterrorfahndern des Landes Nordrhein-Westfalen, also hallo Herr Reul, Den Rechtsstaat ad acta legen. ins Netz gegangen ist. Es geht hier um eine Überprüfung des Landeskriminalamtes, bei denen Ihnen ein deutsch-marokkanisch-polnischer Staatsangehöriger. Was ist das jetzt? Ist das jetzt eine Dreifach-Staatsbürgerschaft? Also ein deutsch-marokkanisch-polnischer Staatsangehöriger. Sufyan T., 23 Jahre alt, aus Bonn, hat sich eine Akkreditierung für die Euro 2024 besorgen wollen, für eine Tätigkeit als Ordner und Sicherheitskraft für sogenannte Side-Events, also außerhalb der Fußballstadien, zum Beispiel auf den Public Viewing Meilen oder auf den Fan-Meetings. Dieser Antrag wurde nun kontrolliert, und zwar von der Kölner Polizei. Sie haben beim Staatsschutz und beim Verfassungsschutz nachgefragt, und siehe da, es gibt Erkenntnisse über Sufyan T. als Islamisten. Daraufhin hat das Polizeipräsidium Köln diese Sicherheitsfreigabe abgelehnt. Danach fanden Staatsschützer heraus, dass derjenige Sufyan T. dasselbe versucht hat bei Rock am Ring und beim 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Dann haben sie herausgefunden, dass der junge Mann sich ein Flugticket gekauft hat, one way nach Istanbul. Und dann erst haben sie das BKA eingeschaltet. Das finde ich am spannendsten an dieser Geschichte, warum man hier bei einem Terrorverdacht für die Euro 2024, also für die EM, warum man nicht sofort, ja, hier das BKA eingeschaltet hat. Vielleicht liegt es daran, dass das IPCC, das International Police and Communication Center in Neuss, der Polizeihauptstadt des Landes, erst diese Woche eröffnet wurde und der Betrieb eigentlich erst nächste Woche voll Fahrt aufnehmen soll. Als das BKA dann hier in die Ermittlungen eingebunden wurde, hat man dann die Internetaktivitäten und die Geldflüsse von Sufyan T. auf links gedreht. Und was hat man da gefunden? Ganz viele Hinweise auf Terrorismus. Deshalb hat gestern am Freitag der Generalbundesanwalt ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung im Ausland, dem sogenannten ISPK, dem Islamischen Staat Provinz Khorasan, gemäß Paragraph 129a und b Strafgesetzbuch eingeleitet. Das Interessante jetzt kommt noch: Sie haben ihn dann ernsthaft verhaftet, gestern am Flughafen. Das muss bestimmt spektakulär gewesen sein. Der Generalbundesanwalt hat nämlich aufgrund der vielen Terrorhinweise hier einen Untersuchungshaftbefehl beim Bundesgerichtshof beantragt und bekommen. Sufyan T. wurde dann am Freitag mit seiner Mutter und Schwester durch Fahnder des Staatsschutzes Bonn und Bundespolizisten im Flughafen Köln-Bonn festgenommen. Dabei wurden mehrere Handys beschlagnahmt und 2.500 €. Das ist soweit keine ungewöhnliche Menge Bargeld, wenn man in Urlaub fährt. Der Tatvorwurf des Terrorismus, dazu schweigt der gute Sufyan T. Seine Mutter hat aber ausgesagt, sie wollte sich auf eine Pilgerfahrt nach Mekka begeben. Da frage ich mich ja immer, also die Mutter geht auf Pilgerfahrt und der Sohn macht dann hier ein Attentat oder wie? Sie konnte allerdings Tickets vorzeigen für die geplante Weiterreise nach Riad in Saudi-Arabien, und sie hatte ein Rückflugticket. Sufyan T. hatte kein Rückflugticket. Ist jetzt die Frage, ob er hier abhauen wollte, nachdem er anscheinend aufgeflogen ist. Man hat jetzt auch die Wohnung durchsucht und man hat dann zahlreiche Handys, Datenträger und Computer beschlagnahmt. Auch verdächtige Aufzeichnungen hat man sichergestellt. Ich weiß nicht, ob Sie damit einfach arabisch geschriebene Blätter meinen oder ob Sie hier wirklich was Handfestes haben. Unter schweren Sicherheitsvoraussetzungen, beziehungsweise wie hier steht, unter schwerer Bewachung wurde Sufyan T. gestern Nacht nach Karlsruhe gebracht. Ich nehme an, ein Hubschrauber der Bundespolizei war im Einsatz. Aktuell geben aber die Staatsschützer Entwarnung. Die Fahnder gehen nicht davon aus, dass noch eine konkrete Gefahr durch Islamisten für die EM besteht.
Sufyan T. ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht Mitglied einer größeren Terrorzelle, die noch aktiv ist. Die weiteren Ermittlungen laufen und der Haftbefehl ist in Vollzug gesetzt worden. Habt ihr davon was gehört? Ich habe davon nichts gehört, bis ich diese Pressemitteilung hier gelesen habe. Die ist von heute 16.27 Uhr, also ein paar Stunden alt, wenn ihr das jetzt seht. Denkst du auch, das ist nur die Spitze des Eisberges? Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, wie du zu der Europameisterschaft und der Sicherheitslage in diesem Land stehst. Die Frage ist auch, warum schaltet man das BKA dann erst so viel später ein? Ich hätte das BKA direkt eingeschaltet, als das Polizeipräsidium Köln die Abfrage beim Verfassungsschutz und beim Staatsschutz gemacht hat und es da Erkenntnisse gab und nicht noch gewartet, bis man weitere Dinge herausgefunden hat. Es geht hier immerhin um die Sicherheitsüberprüfungen für die ganzen Kräfte, die bei der EM helfen. Und Sufyan T. wird sicher nur einer von vielen sein, die es versucht haben. Und das hier ist einer, den sie geschnappt haben. Und da muss man sagen, Glück auf für unsere Sicherheitsbehörden, dass sie den hier gefunden haben. Ich bete darum, dass sie alle finden für die EM, aber sicher ist man nie. Nie. Wirklich nie. Schreib mir mal einen Kommentar unter dieses Video, ob du eines der Spiele besuchst oder ob du sagst, nee, lass mal, ich lass das lieber bleiben. Ich bin gespannt auf deine Meinung. Abonniere auch meinen Telegram-Kanal, dann verpasst du keines meiner Videos. YouTube fängt inzwischen langsam an zu zensieren. Manche Benachrichtigungen an die Abonnenten dieses Kanals werden nicht zugestellt, obwohl sie die Glocke aktiviert haben. Deshalb komm zu Telegram, dann kriegst du eine Push-Benachrichtigung direkt auf dein Handy und verpasst keines meiner Videos. Damit sage ich ciao, bis bald.